Mehr als 100 Tonnen toter Fisch ist in den zentralen Hafen von Volos gespürt worden. Die Süßwasserfische haben sowohl die Bucht als auch die nahegelegenen Flüsse gefüllt, nachdem sie durch die Überschwemmungen im letzten Jahr aus ihren normalen Lebensräumen verdrängt wurden. Die regionalen Behörden setzen Traveler und Bagger ein, um die Fische aus dem Meer zu holen und sie auf Lastwagen zu verladen, die sie zu einer Verbrennungsanlage bringen sollen. Να φύγει αυτό το φαινόμενο, να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο Περιφερειάρχης μας δε ζήτησε την κήρυξη του νομού σε έκτακτη ανάγκη. Die Wasserstände stiegen im letzten Herbst während eines Sturms, der in Zentralgriechenland große Überschwemmungen verursachte, abrupt an, sind aber seither aufgrund geringer Niederschläge und aufeinanderfolgender Hitzewellen in diesem Sommer wieder zurückgegangen. Experten zufolge wurde an der Mündung des Flusses, der nach Volos führt, kein Netz angebracht, sodass die Süßwasserfische mit dem Flutwasser mitgerissen wurden und starben, als sie mit dem Meerwasser in Berührung kamen.